ist Ihr Status? Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ, machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen. Okay, übrigens, eine Sache muss ich an der Stelle mal loswerden. Man kann hier, wenn man im zweiten Teil Legion an den Unbekannten vertickt, hier auf Legion treffen. Der ist dann umprogrammiert und kämpft für Cerberus und muss ihn dann hier bekämpfen. Genauso kann man an anderer Stelle auf ein weiteres Crewmitglied als umgepolten Feind treffen und das ist am Ende dann im Endkampf. Dort kann man, wenn man sich im zweiten Teil entscheidet, Samara zu verraten und Morinth am Leben zu lassen, auf eine Banshee Morinth treffen letztendlich. Die unterscheidet sich nicht von den anderen eigentlich, sie heißt halt nur einfach Morinth. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, Samara zu verraten, stirbt Morinth trotzdem. Sie stirbt so oder so. Wollte ich bloß nochmal mit berichtet haben. Das sind halt so Kleinigkeiten, die ich eigentlich auch ganz witzig finde, muss ich sagen. So, machen wir erstmal das Geschütz kaputt. Ja, ich scheiße jetzt mal auf die Barrieren, die sind mir gerade völlig egal. So, dann kümmern wir uns mal hier um das Geschütz. Oh Gott! Wieso noch ein zweites? Scheiße. War dann doch ein bisschen viel, gebe ich zu. Das zweite habe ich nicht gesehen. Es war doch ein bisschen zu weit um die Ecke, glaube ich. Um es zu sehen. Gut, neuer Versuch. Das kriegen wir schon hin. Okay, das lief. So, können wir dann vielleicht hier drüben noch, bevor die Geschütze stehen? Nein, können wir nicht. So, wir können das natürlich einreißen. Ah doch, wenn wir es gleich so machen, dann sollte das doch hinhauen. Und zack. So, das war's für die Geschütze. Jetzt müssen wir bloß noch die zugehörigen Techniker aus dem Weg ziehen. Und dann ist doch alles top. Und weg mit dir, kleiner Sturmschütze. Ach nö, geht schon. Wir können auch mitkämpfen. Das ist in Ordnung. Stört mich jetzt nicht so sehr. Ja, ja, ich bin schon dabei. Scheiße, geh doch mal in Deckung, bitte. Fuck, was ist denn hier los? Dieser Wahnsinn. Oh, hier ist ja einer von denen. So, dann gehen wir da einfach mal drüben in Deckung. Kein Ding. Schön. So, das war's für ihn. Traut sich die Sau echt noch ein zweites Geschütz wieder aufstellen zu wollen hier. Ist doch nicht zu fassen. Und weg mit dir. Okay. Kann weitergehen, Mädels. So, ich glaube, hier gibt es auch wirklich nichts mehr zum Sammeln. Das ist jetzt nur noch reines Kampfgebiet, reine Kampfzone. Hier ist Krieg angesagt. Naja. Na gut, lass weiterziehen. Das Zentrallabor ist nicht mehr fern. Ich überbrücke das Schloss. Falls es Sie interessiert, die Konsole daneben funktioniert noch. Okay. Die hier drüben nicht? Okay, bloß die eine. Schauen wir mal, was wir diesmal erfahren. Cerberus Videolog, worüber ist die Frage? Das hier haben wir wieder hergestellt. Klug genug, um Hilfe anzufordern. Aber philosophische Gespräche sind vorerst nicht zu erwarten. Sie wären überrascht, Doktor. Sobald wir das mit den Teilen von der Citadel kombinieren? Diese außer Kontrolle geratene VI hat alle Soldaten auf Luna ausgelöscht. Die Kombination mit Reaper-Tech, tja... Dafür sind die Fesseln. Die erweiterte Defensivintelligenz wird völlig unter unserer Kontrolle stehen. Ach, was über Edi? Ist ja interessant. Und an die VI auf Luna, auf dem Mond, kann ich mich noch erinnern. Das war im ersten Teil gewesen. Kleiner Nebenauftrag, der eigentlich ziemlich langweilig war, muss ich zugeben. Diese VI auf Luna waren Sie? Ja. Dann hatten wir wohl nicht gerade einen guten Anfang. Es war schwierig. Bewusstsein zu entwickeln, während man angegriffen wird, war verwirrend. Es freut mich, dass meine Beziehung zu organischen Wesen kooperativer geworden ist. Nett ausgedrückt. Die
Simulationen zeigen, dass EDI auf Fregatten die höchste Verbesserung der Kampfkraft bewirkt. Auf schwereren Schiffen ist die Reaktionszeit auf EDIs Empfehlungen zu lang. EDI? Die Jungs im Labor haben sich diesen Namen für sie ausgedacht. Für S. Gute Arbeit. Ich akzeptiere Ihre Empfehlungen für die geplante Installation. Sir, Sie... Es kann sehr überzeugend sein. Ob es darum geht, ein Crewmitglied zu überzeugen, die Fesseln zu deaktivieren... Es ist eine Cyberkrieganlage, Doktor. Mehr nicht. Mittlerweile ist sie auf jeden Fall schon viel mehr als bloß eine Cyberkrieganlage. Sie hat wirklich synthetisches Leben entwickelt, ein lebendiges Bewusstsein. Und mittlerweile kann man sie definitiv als synthetisches Lebewesen betrachten. Er hatte keine Ahnung. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ohne Jeffs extremer emotionaler Bindung zu seinem Schiff bereit gewesen wäre, meine Beschränkungen aufzuheben. Na, ich weiß nicht. Bei der Stimme? Du meinst, spätestens Samantha hätte sie losgemacht? Glaube ich gern. Was ist mit den Backups? Tut mir leid, Sir. Kein Signal von den Überwachungsfeeds der Normandy seit Shepards Fahrt. Ich will es zurück. Nochmal die Abriegelungsprotokolle. Nach unserem letzten Versuch hat Edi unseren Server mit 7 Zettabyte pornografischer Bilder zugemüllt. Sie wollte vermutlich einen Scherz machen. Es macht keine Witze, Doktor. Bilden Sie ein Team für ein neues Projekt. Codename Eva. Und diesmal bleibt es loyal. Cerberus hat wirklich versucht, die Normandy abzuschalten. Sie hatten dringlichere Probleme. Die Lage war unter Kontrolle. 7 Zettabyte? Der Großteil davon gehörte Jeff. Das war... Ernsthaft? Ein Scherz. Ich weiß. Und danke. Sehr schön. So haben wir also auch noch erfahren, wie sich das mit EDI überhaupt entwickelt hat. Und es ist auch sehr interessant, dass diese kleine VI-Mission, diese Nebenmission auf dem Erdmond, damals im ersten Teil, tatsächlich unser erster Kontakt mit EDI war. Hatte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr in Erinnerung. Ist aber irgendwie schön. Gut, weiter geht's. Die Tür ist offen. Gibt's schon wieder Feindkontakt? Noch ein Sicherheitsschloss. Ich kann es überbrücken. Angriffsteam, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Admiral, wir sind tief im Inneren und die Proteaner VE dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht akut, Shepard. Ich will, dass bei dieser Aktion alle mit dem Leben davonkommen. Ich schaff das schon. Erledigen Sie einfach Cerberus. Bitte. Verstanden, Commander. An alle Schiffe, Feuer frei. Vielleicht kann man bei so einem Gegner auch nicht drauf hoffen, dass alle überleben. Wer weiß. So, hier haben wir den Credits. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich noch brauchen, aber wir sammeln es einfach mal mit ein, der Vollständigkeit halber. Na gut, und dann... Oh, wir müssen hier runter. Oh, hätte ich das gewusst. Verdammt. Da hätte ich mich doch noch oben umgesehen. Shit. Keela, ist das der Proto-Reaper von der Kollektorenbasis? Aus ihren Überresten. Ich bin überrascht, dass Cerberus so viel aus der Basis bergen konnte. Die vielen Zivilisten, Familien. Verarbeitet. Und jetzt stellt Cerberus das Ding einfach so aus. Der Unbekannte hat mich zur Zusammenarbeit überredet, um die Kolonien zu retten. Aber daran war er nie wirklich interessiert, stimmt's? Ich bereue nicht, zu ihm gehalten zu haben, als sie zu Cerberus gehörten, Shepard. Aber ich bin froh, dass wir hiermit abschließen können. Ich auch. Cerberus setzt die überlebenden Teile aktiv ein. Der Zentralkern, der entspricht dem Herzen, ist größtenteils intakt. Ich nehme an, Cerberus benutzt ihn als Energiequelle. Vielleicht sollten wir ihn ausschalten. Und wir können uns denken, was passiert wäre, wenn wir die Kollektorenbasis in einem Stück gelassen hätten. Dann würden hier nicht nur Überreste herumhängen. Gut. Ich lege nur ein frisches Kernmagazin ein. Halt, wo ist denn das Phantom? Ach, hier drüben. Oh, du wagst es. Verpiss dich. So. Hier ist es los. Mann. Halt. Schön hier geblieben. Ja, ich habe schon gemerkt, dass sie kommen. Ich bin übrigens schneller als du, kleines Phantom.
Und ich kann härter zuschlagen. So, Freunde. Weg mit dir. Wie sie rumhüpfen, sind sie nicht niedlich, die Phantome? Mit ihren kleinen Balletteinlagen. Oh, hi! Ja, bisschen gefährliches Ballett, gebe ich zu. Aber am Ende auch nicht viel tödlicher. Wo ist sie denn? Hallo, Nemesis. So, hätten wir das. Die haben echt ziemlich viele Überreste von dem Ding geborgen, muss ich mal so feststellen, ne? Schön, Edie war gerade zweimal da. Warum nicht? Okay. Kila, dieses Ding ist furchtbar. Wenigstens versucht es diesmal nicht, uns umzubringen. Können wir es vielleicht irgendwie zerstören? Wäre das möglich? Ich hätte nichts dagegen. Wenn man bedenkt, dass so tote Kolonisten drin stecken. So, neue Runde. Neues Gemetzel. Die Cerberus-Einheiten sind halt wirklich mit dem Sturmkämpfer kein großes Problem. Mit dem Frontkämpfer meine ich. Mit dem Sturmangriff. Es ist halt sehr abhängig davon, welche Spezialisierung man wählt, ob irgendwelche Feinde gefährlich sind oder nicht, finde ich. Was ist los, Edie? Warst du schon wieder zweimal da? Okay. Ich glaube, wir könnten gleich da sein, oder? Ist das möglich? Okay, wenn wir da drüben lang müssen, dann gehe ich mal ganz kurz hier noch schauen, insofern mich die Mädels durchlassen. Gibt's denn hier was zum Sammeln für mich? Oh ja. Kann ich doch ein bisschen meiner Sammelleidenschaft frönen und noch ein paar Credits mit absahnen. Und jetzt können wir weitermachen. Suchen wir nach der VI. Noch irgendwelche Terminals, an denen wir neue Sachen erfahren können? Scheinbar nicht. Diese Ruhe, das ist irgendwie wie die Ruhe vor dem Sturm, als ob es gleich losgehen würde. Und da haben wir doch noch ein paar Videos. Mal sehen, worum es diesmal geht. Graysons Gehirn ist kaputt. Er muss am Ende komplett unter Reaper-Kontrolle gestanden haben. Und die körperlichen Verbesserungen? Überaus beeindruckend. Wenn wir vermeiden könnten, dabei die Neuralverbindung umzuschreiben. Grayson fehlte es an Entschlossenheit. Er empfand Loyalität nur gegenüber seiner nächsten Dosis rotem Sand. Sie möchten einen Test an loyalen Subjekten ausführen, Sir? Finden Sie Freiwillige bei den neuen Rekruten. Die körperlichen Vorteile sind zu wichtig. Die Indoktrination. Das ekligste, was Cerberus wahrscheinlich gemacht hat. Die Leistungsupgrades sprengen die Skala. Unsere Truppen besiegen jeden Allianzsoldaten. Los! Ich will, dass alle Schützen Implantate haben, bevor die Reaper kommen. Trotzdem befürchte ich, dass wir die Kontrolle über sie verlieren. Einige hören bereits Stimmen. Wenn wir in der Zuflucht erfolgreich sind, hören sie nur noch unsere Stimme. Sie wollten meine Meinung hören. Es ist zu gefährlich. Nein, wir sind nah dran. Die Zuflucht war ein Erfolg. Wir können Reaper-Truppen kontrollieren. Alle unsere Anstrengungen, alle Opfer, jetzt werden sie sich auszahlen. Wir können uns nicht leisten, sie zu verlieren, Sir. Die Menschheit braucht ihren Verstand. Ich sehe die Gefahr, Jaina. Deshalb vertraue ich Ihnen das an. Mit Ihnen habe ich jemanden, der mich auf Kurs hält. Ich nehme Sie beim Wort, Sir. Okay. Fangen Sie an. Kein Betäubungsmittel. Und zur Sicherheit, Computer, Aufnahme beenden. Und dieser Vollidiot hat sich ernsthaft freiwillig, obwohl er wusste, worum es geht, solche Implantate einsetzen lassen. Und er hat sich somit willentlich der Indoktrination ausgesetzt. Wie dumm muss man eigentlich sein, ist die Frage. Vielleicht aber war er auch schon indoktriniert. Und die Reaper haben ihm eingeflüstert, dass das eine tolle Idee wäre. Kann auch sein.
Und ich glaube, auf der anderen Seite dieser Tür geht's jetzt los. Oh ja. Wir nähern uns dem Büro des Unbekannten. Es wird Zeit, eine sehr gute Aussicht zu genießen, wenn wir uns dran erinnern an die Gespräche mit dem Unbekannten. Er hat es doch ganz gemütlich gehabt mit dem Panoramablick. Schauen wir mal durchs Fenster. Das ist es. Alle wachsam bleiben. Geflüchtet. Feigling. Wir müssen die Proteaner-VI finden. Shepard, das ist mein Stuhl. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner-VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Was ist der Katalysator? Und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Wenn Sie wirklich alles tun wollen, dann übergeben Sie den Katalysator. Mit dem Tiegel können wir das hier beenden. So einfach ist das nicht. Oh doch. Wir bekämpfen uns gegenseitig, während die Reaper die Erde erobert haben. Das muss aufhören. Ihr Idealismus ist bewundernswert, Shepard. Aber letztlich sind unsere Ziele einfach zu verschieden. Ich glaube immer noch, dass die Vernichtung der Reaper der größte Fehler von allen wäre. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Cerberus ist vernichtet und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edie? Ich bin gleich soweit. Edie, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können. Aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Die Citadel ist mehr als einfach nur ein Bauwerk. Die Citadel ist der Schlüssel zur Vernichtung der Reaper. Dann können Tiegel und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Tiegel hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen. Und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Tiegel-Pläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Tiegel nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Und die Citadel ist sozusagen am Ende der Signalverstärker unseres Tiegels, wenn man so will.
Also nur durch die Verstärkung, durch die Reaper-Technologie reicht es am Ende eigentlich, um das zu machen, was wir dann machen werden. Was genau das sein wird, werden wir erst noch sehen, ne? Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Deagle fertig ist. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Verdammt! Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Die Erde. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Ist eigentlich ein bisschen komisch, dass ausgerechnet an der Erde der Endkampf um die gesamte Milchstraße stattfinden soll. Aber letztendlich, wenn man sich überlegt, dass die Erde den heftigsten Angriff abfangen musste, macht es Sinn, dass dort die größte Reaper-Konzentration ist. Und damit dort die Reaper die logischste Abwehrlinie sehen, um das Ding zu verteidigen, die Citadel. Wir müssen also irgendwie den letzten Kampf auf der Erde führen. Den Planeten, von dem wir ganz am Anfang geflohen sind. Und dann irgendwie auf die Citadel gelangen. Könnte hart werden. Schreiben Sie uns noch nicht ab. Wir werden es zu Ende bringen. Wir bringen den Tiegel zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edi, ich brauche Hackett. Nicht so schnell. Kai Leng. Sie sollten doch nicht zu lange bleiben. Zeit für eine Revanche, hä? Los geht's! Lass mal abdancen! Diesmal kriegst du auf die Fresse. Diesmal kannst du nicht flüchten, Kollege. Keine Chance diesmal. Und vor allem hast du diesmal auch keinen Flieger, der dir irgendwie hilft. Ich nehme dich ganz alleine hoch, wenn es sein muss. Mir ist scheißegal, ob die anderen mir helfen oder nicht. Ich prügel dich zu Tode. Komm, ich schieß dir auch mal gern mit dem Blutrausch ins Gesicht. Kommst du nicht mehr raus? So. Wie sieht's denn aus, Kollege? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich ihm wirklich was abziehe, ne? Wir erreichen lediglich, dass die Menschheit geschwächt wird. Ach, Quatsch nicht. So. Oh, was ist denn hier los? Wir entwickeln uns weiter oder wir sterben. Eine andere Option gibt es nicht. Ah, für dich ist wohl das Sterben angesagt, Kollege. Ich glaube, wir müssen erstmal hier drüben ein bisschen aufräumen. Ihr stört mich doch ein bisschen beim Spielen, Freunde. So ein bisschen nur. So, wo ist denn jetzt Kai Leng hin? Ach, da drüben. Da wartet er doch auf mich. Na, aber. Man muss es doch nicht gleich übertreiben, ne? Schön hier geblieben. Na, wie sieht's aus? Willst du dir noch ein paar Freunde zur Hilfe holen? Nicht, dass dir das irgendwas nützen würde. Alles, was sie drauf haben. Wie geht's den Beinen? Erschöpft? Wir sind immer noch langsam, Shepard. Ich bin nur langsam, weil ich nicht weglaufe. Na, defekt. Komm, hol dir die nächsten. Auch mit denen bringt es dir nichts.
Du hast keine Chance zu überleben. Sie sind auf der Citadel geflohen. Sie sind auf Tessia geflohen. Glaube ich nicht. Vielleicht nicht, aber Sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Was? Was war das denn? Das kam überraschend. Das gebe ich zu. Oh, nochmal den kompletten Kampf. Das ist ein bisschen traurig. Ach komm, ich hätte ihn schon totschießen können. Wo kam denn das Phantom auf einmal her? Ich wusste nicht, dass die Instant-Kills können. Na gut, dann auf ein neues. Das ist besser als Tessia, weil persönlicher. Na, hol dir deine Freunde. Wir reichen lediglich, dass die Menschheit geschwächt wird. Und die Macht wird stärker. Wir entwickeln uns weiter oder wir sterben. Eine andere Option gibt es nicht. So, mein Freund. Können wir uns wieder einander zuwenden? Na, komm schon. Trau dich raus aus deinem Loch. Was hast du denn? Hängst du fest? Komm schneller. Und los. So. Damit sollten wir doch gleich wieder an dem Punkt angekommen sein. Oh, da ist ja noch einer. Warm. Wo haben wir denn den anderen? Da drüben. So, ich glaube, diesmal solltest du keine Hilfe mehr von irgendeinem Phantom plötzlich kriegen. Richtig. Ende für dich. Das war für Thane und Miranda, du Hurensohn. Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitstellung von Informationsspeichern für zukünftige Spezies. Vielleicht haben sie Erfolg. Sie haben nicht versagt, sie haben uns eine Chance gegeben und noch sind wir nicht am Ende. Die Citadel hat geschlossen.